So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Aber das hier? Alter, Schiffe wäre auch ganz toll, ne? Schiffe wäre auch ganz toll. Aber wir haben ja schon gesagt, ne, wenn das fette Update reinkommt mit Müllabfuhr und mit, ja, Abriss, bla, und den ganzen Krams und vor allen Dingen hier mit den, was können wir hier noch machen? Universitätsgeschichten, wenn das hier läuft, dass wir hier forschen können, Forschungsbaum und so weiter und so weiter, dann fangen wir auf jeden Fall eine neue Stadt an, weil, alleine schon hier, weil dieser Riesenstau da ist, weil dieser Mörderstau hier vorne wieder ist. Warum ist hier ein so ein Stau? Wo kommen die denn alle her? Wo kommen die denn alle her? Ach, warte mal, das waren wir ja selber. Nein, das waren wir selber. Wir sind ja auch Ochsen. Ihr wollt alle... Wir müssen, glaube ich, ein bisschen mit Ampel arbeiten. Glaube ich. Mando. 1 und 3 passt. 2 und 4 passt auch. Wir setzen die in der Balle mal ein bisschen hoch, ne? Das vielleicht nicht gerade. Warte mal, hier unten, ne? 20, da 10. Komm mal her. 20 Sekunden. Und hü, mal gucken. Hier, erstmal dieser Zyklus ist wichtig. Komm, grün. Fahrt doch endlich. Oh Mann, du. Was ist denn mit den... Genau, Beringer, was ist mit den Eltern passiert? Was ist mit den Eltern passiert? Wenn wir das wüssten, ja? Ach, Gottes Willen. Ach, ihr fahrt auch da runter. Das ist doch großartig. Ja, schön. So, Stau wird sich schon auflösen. Wir sind guter Dinge, ne? Wir sind guter Dinge. So, pass mal auf. Wir waren wohin? Da sind wir noch am Bauen, ne? Das dauert noch eine kleine Idee. Und das hier dauert noch längere Ideen. Aber wir können da auch nicht... Immer noch 2,2 Millionen, ne? Immer noch. Ah. Ich würde ja gerne. Also ich würde ja echt gerne. Ich würde ja echt gerne, ne? Apropos, wir haben auch 2,7 Millionen Dollars. Dollares. Gibt es keine Lenkschaltüberschreitung? Gut, dass es keine Lenkschaltüberschreitung gibt. Genau. Was meinst du? Wie viele Parkplätze? Ja, das ist immer da. Zeig mal das Ereignis. Ich glaube, wir müssen einige... Hui! Es ist fertig! Guck mal! Temperaturgebäude ist zu niedrig. Ja, klar. Ja, natürlich. Aber jetzt kommt jetzt, ne? Wir haben jetzt gerade mal die Heizung über aufgedreht. Ne? Jetzt müsste es langsam losgehen. Siehst du wohl. So, Preisniveau, das setzen wir ein bisschen runter. Wieder auf 2, ne? Bei der Hütte hier. Die ist ziemlich günstig. So, Hotelpersonal, bitte, ne? Ran an die Arbeit. Ich weiß gar nicht, wo die kommen. Haben wir denn überhaupt Leute hier irgendwo? Ach, die müssen auch noch angeschafft werden, ne? Bestimmt. Jetzt haben wir bestimmt zu wenig hier. Da kommen sie doch. Ja, guck mal. Da ist doch jetzt langsam mal, ne? Licht im Dunkeln. Sehr schön. Sehr schön. Also, Hotelgäste dürfen auch kommen. Hätte ich nichts gegen. Warte mal, wir haben hier doch... Sag mal, warum ist hier kein Servicewagen? Hier fährt keiner hin und bringt da Lebensmittel und so Krams. Warum nicht? Ja, genau, hier. Wo ist der Verein hier? Junge, 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 was ist hier los? Wenn wir nicht hier alles selber machen. Pass mal auf, komm mal her. So, pass mal auf, wo ist der Laden? Die haben ja noch einen LKW über. 2 sogar. Die dürfen auch ein bisschen was tun. Finde ich. So, pass mal auf. So, zack. Die werden bewertet, ne? Warum nicht die anderen? Der hier und der hier auch nicht. Warum nicht? Was ist denn los? Hm?
So geht das hier nicht. So können wir hier nicht arbeiten. Bestellfax. Die arbeiten, glaube ich, noch mit Rauchzeichen. Ne, 79 nicht mehr. Elektrikprobleme. Ich mach gar nicht hingucken. Ich mach da gar nicht hingucken. Ach du Himmel. Wo ist denn wieder... Was ist mit dem Strom los hier? Zwei Mann. Wo ist der Rest? Das kann doch nicht sein. Hier fehlt eine... Also, eine riesen U-Bahn. Und... Hast du nicht gesehen? Wo ist denn die wieder? Wo ist denn die wieder? Da ist sie doch gerade da gewesen. Wieso hat da keine Leute mitgehabt? Was ist denn los? Wir bauen wieder so viel und dann haben wir natürlich jetzt nicht genug Leute, ne? Du nimmst doch keine wieder mit. Was? Wieso hat er dann keine abgeladen? Oh, die hat bestimmt gerade frei, wie er da war. Was ist denn das für einer hier? Wo bist du denn hin? Hm? Leute. Die werden schön hin und her gekarrt hier unten. Wunderbar. Wundervoll. Oh Gott. Ein bisschen schneller hier. Los. Zack. Haben einen Untergrund. Wir wollen ein bisschen zugucken. Wenn es denn geht. Nee, haben wir verloren. Mist. Ach. Da kommt er. Da kommt er. Sekunde. So. Jetzt, warum biegen hier keine ab? Was ist hier los? Warum ist hier... Hier fehlen ein paar Leute. Na gut, auf jeden Fall haben wir Strom. Das weiß ich. Da bin ich mir sowas von sicher. Mal nicht so hetzen hier. Gottes Willen. So. Haben wir da Leute drin? Und wie? Hier auch. Das Gemecker geht los. 12 Touristen konnten nicht genug... Was? Kultur? Hallo? Ah, das ist wirklich schlecht weiter geschlossen. Das ist natürlich doof. Springbrunnen läuft ja noch und er ist halt festgefroren. Ich weiß das jetzt gar nicht. Hier ist was los. Ach, hier, Sport. 6 Mann. Guck mal. In der Kirche ist auch richtig was los. Galerie der Kunst auch was los. Wegen schlecht weiter geschlossen. Meine Güte. So, wie weit sind wir hier damit? Das kann doch bald mal fertig werden, oder? Aber ich meine, das zieht unsere, ne, Arbeitslosequote richtig nach unten. Das finde ich gut. Und sonst? Warte mal, hier oben war es, ne? Warte mal, wir müssen die Zeiten mal... 10 Sekunden ist ein bisschen knapp, ne? 10 Sekunden ist immer knapp. Ich weiß nicht, warum das immer so eingestellt ist. Ich weiß nicht. So, Änderung annehmen. So, hier, mach mal. Und fahr. Das lass mal so laufen. Das passt schon. Das kriegen wir schon hin. Die gehen freiwillig zum Orgeln in die Kirche, um die Füße warm zu halten. Hm. Nee, jo, da hast du auch recht. Mit der Kirche ist auch so eine Sache, ne? Da gibt es in der Vanilla keine Kirche. Das finde ich schon irgendwo ein bisschen traurig, weil die verlangen ja eine Kirche. Und vor allem, wenn du ohne Leute anfängst, ohne Menschen hier auf einer Map, ne, wo nichts da ist, dann verlangen die plötzlich nach einer Kirche. Aber wo hier nehmen und nicht, ne? Dann musst du das halt eben, ja, keine Ahnung, hier, ne? Rundfunktechnisch, Religion. Gegen Religion. Hier, volles Rohr reinkloppen. Damit die ja nicht auf die Idee kommen, in die Kirche zu gehen. So. Hier sind wir immer noch bei. So, hör mal auf. Immer noch nicht. Der Tank fleißig da was rein. Sehr schön. Das ist großartig. Das lassen wir mal so laufen. Ich würde gerne hier drauf drücken. Ich würde... 1,8 Millionen nur noch. Ach nee, warte mal. Da. 2,2. Das ist doch das Konzept, gegen den Glauben arbeiten. Wir haben noch so eine russisch-orthodoxe Geschichte da drüben, ne? Die sind ja ziemlich einflussreich, die Herrschaften.
Ich glaube, da darf man nicht viel sagen. Du hast Stahl mit, ne? Ich sehe schon. Und das wird fleißig weggefahren. Da brauchen wir gar nicht uns den Kopf machen. Da hast du, ja, Fred bringt das auf den Punkt, ne? Hallo, in den sowjetischen Republiken gibt es keine Kirchen. Die Religion ist der Sozialismus und dessen Kirche sind die Parteibüros. Ganz genau. Da, also der nimmt uns sozusagen, ne, die Frage aus dem Mund und wirft die uns sozusagen vor die Füße. So, hier ist auch was los. Die Pflanzen sind auch da. Ich wundere mich, dass da noch was drin ist. Ja, da sowieso. Noch 6.000. 6.000 noch, aber dann ist es irgendwann auch mal eine Schicht. Also hier müsste alles leer sein. Es ist alles leer. Eieiei. Ich würde gerne das Ding fertig machen hier. Ich würde da so gerne mal das mal so draufdrücken, dass das fertig gebaut wird. Ich würde das so gerne mal machen. Ups, ist ja passiert. Ach du Himmel. Gott, wie lange dauert denn das? 10.000 Arbeitstage. Die sind ein paar Tage in Gange, würde ich sagen. Man hat so das Gefühl, da passiert nichts, ne? Irgendwie ist hier Stillstand. Junge, 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 ihr dürft das auch gerne fertig bauen. Wir machen uns schneller, mal gucken, vielleicht passiert hier was. Ich meine, der Schornstein ist schon mal da. Na? Das poppt gleich bestimmt fertig auf. So, fertig. Alles klar, Frankie. Bis gleich. Nee, Joe, du hast recht. Die Pflanzen reichen nie. Das ist ganz kurios. Das ist egal, wie viel du hast. Und zu Anfang meinst du auch, ey, das ist reichlich, reichlich, reichlich. Da kommen wir locker mit hin. Ach Mensch, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Das, ne, aber tja. So schnell, wie man das denn... Ja, ich muss das mal raus, das nervt mich. Das wissen wir, dass da nicht genug sind. So, 3, 2, 1, gleich ist es soweit. Und Trinkwasserproblem. Siehst du? Kein Kühl. Was? Kein Kühlturm verbunden? Hallo? Der Kühlturm kann nur ein Gebäude versorgen. Was? Warum sagt er sowas nicht gleich? Warum sagt er das nicht gleich? Jetzt müssen wir noch einen Kühlturm bauen. Ich werde doch wahnsinnig. Na gut, nützt ja nichts. Apropos, wo haben wir denn diesen Turm gefunden? Wo war denn das hin? Kohle nicht, da nicht. Da auch nicht. War das bei Elektro? Doch, hier, da. Ja, müssen wir nochmal wegnehmen hier. Schade eigentlich, ne? Wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Aber es klappt nicht. Na gut, müssen wir mal wegbauen hier. Komm her. Raus. Raus. Komm her. Hü. Mach das mal weg hier. Also. So. Ich sehe gar nichts. Haben wir Nacht hier oder was ist los? Hallo? So. So. Ist komplett raus, ne? Gut. Brauchen wir denn noch einen Kühlturm? Also wo kommen wir denn da hin? Hast du die Kühltürme mit den Länderflaggen? Nee, die habe ich leider nicht. Gibt es sowas? Hm. So, wir brauchen ein Kühltürmchen. Was haben wir hier in dem Fall? Den haben wir gebaut, ne? Das ist der... Den nehmen wir hier. Der ist cool. So, Eingang ist da vorne. Und Ausgang ist wo? Dahinter. Gut, weißt du was? Wir bauen den nochmal so... Die sind auch riesig, die Dinger, ne? Die sind ja gar nicht im Weg. So, machen wir ein bisschen gerade hier. Komm, hü. Los. Mit Freunde, das kann doch nicht so lange dauern. So,
Zack. Dahin. Schön eingefriedet, ne? Die Bahngleise. Da müssen wir bestimmt nachher noch wieder bei und da irgendwas, ne? So, hier raus, da rein. Zack. Und hier raus und... Ne, warte mal. Was war da? Ausgang auf den einen. Ach, dieses... Naja, gut. Okay, können wir wieder nichts machen. Warte mal, kriegen wir das ein bisschen... Kriegen wir nicht schön hin, ne? Ah, so. Und jetzt... Warum willst du da nicht... Da ist gut, okay. Warum nicht? Weil... Man muss es nicht ganz verstehen. Komm, mach da mal jetzt ein bisschen Abstand. Oh. So. Naja, immerhin. Mach mal. Mach mal fertig, ne? So, und das hier auch. Und Kühltürmchen brauchen wir auch irgendwie. Kostet uns 600.000. Ja. Kleinkram. So. Gebäude ist ohne Trinkwasser, natürlich. Natürlich ist Gebäude ohne Trinkwasser. Wäre ja auch schön, wenn es mit wäre. Apropos, kriegen wir das irgendwie hier runter georgelt? Kriegen wir. Da ist noch ein Ausgang. Hoffe ich mal. Ist es bestimmt. Nee, ist ein Eingang. Oh Mann. Aber hier, da haben wir noch ein bisschen, da können wir noch mal ein Rohr rausholen und dann mal hier unten Wasser hinbringen. So, Wasser, Wasser, Wasser. Wie weit geht's denn? Irgendwo hier unten. Da haben wir doch bestimmt wieder 5000 Sachen unterirdisch, ne? Was haben wir hier? Das Rohr läuft da irgendwo durch. Ach du großer Gott. Ja. Ich, keine Ahnung. Wir müssen mal sehen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht wie, aber... Können wir hier irgendwo ran? Vielleicht mal irgendwie? Das wäre ganz toll. Komm, so, ne? Ja. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Wasserrohr. Die Frage ist nur, ob wir das hier rauskriegen. Ich krieg's hier nicht raus, ne? Weil es genau in der Mitte ist. Natürlich. War ja auch klar. So, Pause. Kurz mal das Rohr rausnehmen hier. Zack. Das war ein mittleres, ne? Halt mal. Warum willst du nicht? So. So. Das auf jeden Fall. Mach das mal. Und dann nochmal ein kleineres für hier, ne? So. Alter, wir müssen damit... Ich weiß nicht, wie wir da durchkommen. Keine Ahnung. Pass mal, das geht bestimmt gleich nicht. Weil... Das Rohr ist zu lang. Ah, nee, doch nicht. Das geht. Ja, dann machen wir. Machen wir fertig. Mal gucken. Und, das hier auch nochmal. Das Teil und das Teil. So. So, bitteschön. Ah, nicht so schnell, nicht hetzen. So. Jetzt müsste auch Wasser hier unten sein, ne? Jawohl. Ohne Probleme. Guck mal an. So, hier wird Öl produziert, dass es nur so rumpelt. Sehr gut. So. Kunststoffe. Dann haben wir die auch bald. Dann haben wir schon eigentlich fast, ne, einen großen Teil fertig. Warte mal, was haben wir hier sonst noch? Fahrzeugfertigungshalle. Was brauchen wir da? Kunststoffe kriegen wir hin. Elektrische Komponente haben wir nicht. Elektronik haben wir auch nicht. Stoff haben wir. Mechanische Komponenten haben wir auch. Sehr gut. Stahl, okay. Müssen wir alles... Wir müssen das irgendwie darüber schaffen, ne? Das wäre ja... Wir werden das am günstigsten... das ist ja irgendwie... Irgendwie ist das alles... Ja... Semi-günstig, würde man sagen, ne? Hier haben wir die mechanischen Komponenten. Die kriegen wir nämlich hier rein. Dann dürfen wir die nicht mehr wegfahren. Well, das ist natürlich jetzt... Aber Stahl hätten wir hier unten, ne? Hier ist doch ein bisschen... Na gut, viel ist noch nicht, aber immerhin. Da hätten wir Stahl. Problem ist, hier sind auch keine Leute, ne? Hier kriegen wir auch keine Leute ran. Und hier unten ist auch ein bisschen schwierig.
hier noch was hinzufummeln. Weil hier hätten wir was, haben wir hier, Chemikalien haben wir da drin. Die haben wir hier nachher, natürlich auch nachher drin. Brauchen wir aber nicht, wir brauchen da nachher... Wo ist der Stoff denn hin? Ach, das wird weggefahren, klar. Aber wir kriegen, glaube ich, nicht genug Stoff raus, ne? Habt ihr mal einen Link in den Discord geschickt bezüglich der Kühltruhe? Vielen Dank, Joe. Vielen Dank. Schau ich mal rein. Der Kühlturm hat sich geklont. Da bist du mal 5 Minuten weg, ne? Genau. Sehen Sie einmal nicht hingucken und schon alles doppelt. Ich sehe irgendwie alles doppelt. Warum sagt er nicht verbunden? Aber hier sagt er alles tutti, ne? Abwasser nicht mehr erfüllt. Nein. Ach, schön, ja. Haben wir denn hier Abwasser? Da haben wir. Was ist mit dem hier? Nö, haben wir nicht. Gut. Aber wir haben irgendwo bestimmt ein Rohr, ne? Da rauscht doch Abwasser runter. Da kommen wir bestimmt nicht ran, oder? Können wir da irgendwo zwischenfummeln? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das sollten wir nicht machen. Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Wir müssen hier nochmal ein Abwasserrohr bauen. Oh, ist das ärgerlich. Es ist ärgerlich, ne? Es ist also... Manchmal... Wenn wir das hier zwischen irgendwo kappen, ne? Dann habe ich so die Angst, dass wir... Dass wir wieder mit 50 kleinen Pumpen arbeiten müssen und hast du nicht gesehen. Aber andersrum, wir müssen das, glaube ich, machen, ne? Wir müssen hier mal zwischenfummeln. Die Frage ist, wie tief das ist hier, ne? Das ist ja nicht zu sehen. Das ist ja wieder mal nicht zu sehen. Abwasser. Pumpe. Na, warte mal. Wo ist denn jetzt hier? Abwasser, Wasser, Wasser. Hier. Die Frage. Ja, das könnte hinhauen, ne? Also von der Optik hier könnte das gut sein. Wir brauchen erstmal einen Verteiler hier. Was war das jetzt? Wir brauchen einen Verteiler. Das Dumme ist diese blöden Schilder da, ne? Die gehen dann so ein bisschen auf den Zwirbel. So, immer, geh doch mal weg mit dem Schild. So. Wenn man das Eingang, ne? So rum. So rum. Der müsste ja theoretisch da hin. Aber dann kriegen wir das nicht dahin gepumpt, weil es zu tief ist. Weil der pumpt ja nicht nach oben, ne? Das ist immer diese Sache. Die Höhe wäre nochmal interessant. Ach, wir versuchen es mal hier. So, das Teil dahin. Abwasserrohr, das reißen wir mal hier kurz raus. Keine Ahnung, was geht. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Was haben wir denn für ein Rohr gebaut da? Das dickste, was du finden kannst. Natürlich nicht. Wäre doch cool gewesen, ne? Wäre auch mal schön gewesen, aber na gut, ist nicht. Ach, dann müssen wir da mit der Pumpe hantieren. Oder wir müssen das... Hier ist sowieso abfallen, ne? Ist ja eh. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht... Wir müssen es wegreißen. Einmal komplett wegnehmen. So, einmal neu machen. 2 Meter tief. Was ist denn da im Weg? Was ist denn da im Weg? Ach, der Tunnel. So 2 Meter. So 2 Meter. Jetzt brauchen wir noch so einen Teil mehr, ne? Abwassertank. So, pass mal auf. Irgendwo hier. Ich möchte den irgendwo gerne hier haben. Ist das ein bisschen weiter rauf? Ist es. Wenn der irgendwo hier oben wäre. Das wäre schon cool. Dann müsste es auch runterlaufen, theoretisch. Theoretisch. Wir bauen hier Mörderrohre rein, ne? Das reicht doch auch schon aus. So. Jetzt müsste bloß der hier runter. Warte mal. Das wäre doof. Warte mal, warte mal, warte mal. Das nehmen wir noch ein bisschen weg hier. Dahin. Haut hin. Ich würde sagen, probieren, ne? Kostet auch nur 135.000. Also, das ist Kleingeld. Das ist alles Kleingeld. Wir haben schon 61 Millionen auf dem Konto. Mein Gott. Die neue Kaffeemaschine ist auch bezahlt. Was willst du mehr? So. Ach, warte mal. Warte mal, warte mal. So, warte mal, warte. Das muss noch gebaut werden, das auch. Jetzt kommt es drauf an.
Läuft die Soße ab oder nicht? Vor allem hier oben ist die Frage. Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus eigentlich, ne? Ich meine, hier ist auch ein Mördergefälle hier vorne. Das Stück ist ja ein Mördergefälle. Ich glaube, der reißt so richtig so einen Sog. Da kannst du das Pfeifen hören. Da kannst du das am Gullideckel pfeifen hören. Steuerung alt. Geht das? Ach, warte mal, muss mal gucken. Warte mal, was hab ich gesagt? Ne, geht nicht. Ja, das können wir ausblenden, aber wir können nicht den da zum Beispiel ausblenden, dass wir sehen können, wie wir den rumdrehen. Ah, es geht schon, das ist alles gut. Bitte treten Sie vom Gullideckel zurück, sonst werden Sie eingesogen. Das wollen wir ja nicht. So, hier, Vollgas zu tun, alles da. Sogar die Soße läuft weg. Jawohl, alles frei, alles, ne, alles trocken. So, und die haben genug zu tun. 150 Mann. Und was haben wir hier? 175 Mann. Siehst du? Schön. Ach, 3% Arbeitslosigkeit. 29.173. Nee, alles gut, Joe. Alles gut. Läuft schon. Läuft schon. So. Was kostet uns der Spaß? 127.000. Alter, so viel Geld? Na, wir haben gerade fast 2 Millionen dafür ausgegeben, ne? Wir könnten das theoretisch auch noch bauen. Aber nee, warte mal. Wie ist das mit dem Stau? Wir haben gerade mal keinen Stau. Oder ich habe ihn jetzt gekonnt übersehen. Das kann natürlich auch sein. Das genießen wir denn mal. So, wie weit ist das hier? Das hier wird irgendwie nicht fertig, ne? Das wird irgendwie nicht fertig, weil... Das sind nur 2300 Arbeitstage. Was sind das hier? 2300, das gleiche. Sind noch nach. Aber die reichen richtig was vom Stapel hier, ne? Das Schlimme ist jetzt, wenn die ganzen Baustellen fertig sind, weil es sind ja große Baustellen, ne? 72 Mann laufen hier rum. Ach nee, Anzahl der Arbeiter außerhalb der 100 Stück. Ne, so wie wir haben, sind es doch gar nicht. Oder sind es hier 100? Nein, sind keine 100. So viel sind es nicht. 65, so. Wenn wir die rausnehmen, oder die hier... Dann haben die wieder, dann passen die wieder nicht in unsere Statistik. Wir müssen irgendwas bauen, was unheimlich viel Zeit braucht, unheimlich lange dauert und unheimlich viel Leute nimmt. Dann passt unsere Statistik wieder. Ja, wow. Der örtliche Fußballverein ist abgestiegen, Bau eingestellt. Ja, wir haben ja noch nicht mal einen, wir haben noch nicht mal das erste Stadion, das ist das Schlimme. Wir brauchen erstmal ein Stadion, bevor da was passiert. So, bei Multiwohner hast du nicht gesehen. Gut, warte mal. Ist die Hütte irgendwann mal fertig? Aber das reicht ja von vorne bis 12 nicht, ne? Wir brauchen mehr Wohnungen. Wir brauchen jetzt auch noch mehr Wohnungen. Wir brauchen auch noch den Bauernhof, wollen wir auch noch machen. Ach, wir wollen so viel machen. Das ist furchtbar. Wie sollen wir das alles schaffen? Wie sollen wir das alles hinkriegen? Warte mal. Hier ist ja noch Platz für 2 Wohnungen, ne? Bloß das Problem ist, ich habe so die Angst, wenn wir die jetzt voll machen, dass die anfangen zu meckern von wegen... Ja, Sportarten, ne? Oder was weiß ich. Aber ich meine, Schulen ist ja noch nicht das Problem. Schulen haben wir reichlich. Kindergärten auch, da ist auch, wir haben ja 2. 16, 15 Mitarbeiter reißen sich um 2 Babys. Ach du Himmel. Hoffentlich überlebt das. Arme Kind. So, große Wohnung. Was haben wir hier? Wir brauchen was Großes. Wir brauchen was richtig Großes. Die wären natürlich sehr cool, ne? Aber die sind natürlich zu groß. 2,31. 2,57. Ah, das ist das gleiche Spiel in Grün, ne? Warte mal, wo war das jetzt hier? Da. 57. Wir brauchen was Großes eigentlich, ne? Das ist aber auch wieder, ne? Nee, das ist auch wieder nix. 4,62. Dann kannst du nur 2 von denen hier, dann hast du mehr. Nimmst du 2 von denen, dann hast du mehr. Genau. So. So, mach auf. Wenn wir das also richtig dicht zusammenquetschen, dann kriegen wir da auch also einen richtig, richtig vollgebauten Block hin. Mal sehen, wie haben wir es denn hier? Ne, das wird nichts werden. Das wird nichts werden, müssen wir so rumbauen. Bauen wir so rum,
bisschen, ne, so ein bisschen, dass sie gegeneinander, können sie auch mal Kaffeebesuch machen, so können sie auf dem Balkon stehen. So, hier noch eins mehr hin. So. Das können sie ruhig von mir aus bauen. Das macht nichts. Sie haben wieder zwei mehr. Bürger bekommen? Nein. Und hier genauso. So. Haben wir. So. Sind sie ja bestens voll, ne? Ich würde mir mal wünschen, dass das ein bisschen weniger wird. Irgendwie mal. Wäre ganz toll. Alter Freund. Touristen. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Hotels. 4 Stück. Wo passt denn noch ein Hotel mehr hin? Haben wir hier noch Luft? Ist da noch Platz? Hier ist nur ein Umspannwerk, ne? Also hier würde sogar noch ein Hotel hinpassen. Haben wir sowas überhaupt? Fremdenverkehr, Hotels. Ah, hier, guck mal. Was geht nach 200? 200. 1000! Ja, nee, das wird nichts werden. 600. Was haben wir sonst noch? Big Hotel. 240 Big Hotel. Alter, was ist das für ein Apparat? Stimmt, den haben wir auch schon mal gebaut. Kennen wir doch. Park-In Hotel. Da. Nö. Intercontinental, das haben wir gebaut. Was haben wir denn hier? 120. Naja, 120 ist ein bisschen knapp, ne? Das ist doch hier, das ist doch das Ölfass, ne? Benzinfass. Nee, Ölfass sag ich jetzt gerade. Das Bierfass. Das können wir locker hier noch hinbauen. Als Hotel. Weil der Rest ist ja eigentlich um die Ecke. Das kriegen wir locker hin. Ich würde mal sagen, den bauen wir auch noch. Wie groß ist der denn? Was war das? 270, 30 Mann. Das ist doch nicht schlecht. Komm, den bauen wir ja noch her. Das wie setzen wir den am besten hin? So, ne? Ich denke mal, so bauen wir ihn hin. Ah, wir müssen ein bisschen Platz lassen für den Strom, falls wir da nochmal ran müssen, ne? Das machen wir ein bisschen klein hin, so. So. Wupp, bitteschön. Da haben wir nochmal ein Hotel mehr. Das haben wir nämlich in unserer richtig großen Stadt, wo wir über 70.000 Leute hatten. Da hatten wir das auch gebaut. Da haben wir zwei Stück von gehabt, ne? Fred, weißt du noch? Kannst dich noch dran erinnern? Ist schon was her, ich weiß, aber, ne? So, 69 Arbeiter rauf und runter. Ist das Weststandard mit Strom? Naja, wir müssen, vor allem bei den Touristen, müssen wir ein bisschen mehr der Zeit gehen, ne? Weil, ne? Wir wissen ja selber. Hier ist gerade Stau und Stocken da. 113 Touristen stehen da rum. Was? Warum? Was haben wir denn im Westen? Quatsch, im Osten. Da müssen wir mal gucken. 36, aber da ist gerade jemand gewesen. Hat die abgeholt. Warte mal, wie haben wir hier? 237 Touristen werden bei uns in die Stadt reingeschleift. So nach dem Motto. Fühlt euch wohl, habt Spaß. Das sind die Voraussetzungen. Wenn nicht, dann... Ihr wisst ja, was passiert. Wir gehen der Sache nicht weiter drauf ein. So, aber die Zeit ist schon wieder durch. Meine Güte, die Zeit rennt, da sag ich mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn es gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dann.